Das ist einfach so ein zynisches, abartiges Weltbild. Da kann ich dann auch irgendwie mit gutem Humor nicht mehr drüber hinweggehen. Wenn man über Grindr oder so redet, ist relativ klar, dass das jetzt irgendwie nicht auf Leserabende irgendwie ausgerichtet ist. Am meisten stört mich wirklich das mit dem irgendwie Eierschaukeln, Faulenzen, nichts richtig zu tun, weil es ist einfach hart. Kevin, wir reden ja heute über Image und Realität. Wir haben da was vorbereitet für dich. Guck mal. Wir haben so ein paar Sachen vorbereitet, wie die CDU dich sieht, wie die Grünen dich sehen, wie die SPD dich sieht, wie die AfD dich sieht. Was sagst du zu dem Ding mit der AfD? Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, so ab dem nicht ganz rechten Rand der CDU sehen die ungefähr alle in der Gesellschaft, so wie das dort abgebildet worden ist. Und warum sehen die dich dann so? Also naja, weil das natürlich, die AfD lebt ja davon, eine Gesellschaft und eine Realität zu beschreiben, die völlig überzeichnet ist gegenüber dem, was wir tatsächlich erleben, weil sie das braucht als Kulissenbild, um davor dann ihre Parolen abzusondern und ihre Forderungen aufzustellen. Und dann muss eben alles überzeichnet sein. Dann engagiert man sich nicht nur einfach als linksdenkender Mensch, sondern dann muss man immer mit dem Molotow-Cocktail in der Hand kurz davor sein, die gewalttätige Revolution anzuführen. Darunter machen wir es nicht, weil sonst würde Deutschland ja nicht kurz vorm Abgrund stehen. Und das ist ja die Story, die sie brauchen. Was ist mit der FDP? Hat die recht? Siehst du das? Ich sehe den Marx. Die hat auf jeden Fall meine Stimme. Genau, ja, 200 Jahre Marx haben wir jetzt vor kurzem gerade gefeiert. Ist, glaube ich, tatsächlich einer, also kann ich allen nur empfehlen, ihn gelegentlich mal zur Hand zu nehmen und einfach mal ein bisschen quer zu lesen. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja ein Kompliment. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die FDP dich so sieht und es wäre ja ein tolles Kompliment. Also. Total, ne? Also man muss ja nicht übereinstimmen damit am Ende, aber dass das irgendwie wirklich ein wesentlicher Vordenker ist, der in seinen Schriften ganz vieles antizipiert hat, was später im Kapitalismus eben auch mächtig schiefgegangen ist, an sozialen Härten irgendwie, die durchgeschlagen haben. Mhm. Das findet man da in einer, wie ich finde, sehr verständlichen Sprache drin. Und deswegen gehört er bei uns weiter dazu, steht auch so eine kleine Büste bei mir im Regal, ja. Du machst ja auch kein Geheimnis daraus, dass du abends in der Badewanne in aller Freundschaft die Jungen Ärzte guckst. Das finde ich sehr lustig. Und auch manchmal ein bisschen tinderst, ne? Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, Kevin Kühnert schmeißt sein Tinder an. Stehst du dann da mit Kevin Kühnert und sagst so, jo, den der Nachnamen Kevin hier? Den gibt's nicht auf Tinder. Also, das gibt nur den Vornamen. Schön, ich oute mich, war lange nicht mehr auf Tinder. Siehst du? Weiß nicht, kann man Glückwunsch sagen oder so? Aber weiß ich auch nicht. Nee, naja, also ich mach da jetzt keine Comic-Bilder. Ich würde mich da nicht Kevin nennen, das will doch keiner haben. Ja, ja, aber es ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Sie haben es wirklich gut gemeint damals. Nee, also es ist schon klar erkennbar, dass ich das bin, was aber natürlich nicht dazu führt, dass es auch immer geglaubt wird, dass ich es bin, sondern ist ja irgendwie auch verständlich, dass immer erst die Frage da ist, real? Geil. Kevin, so auf Tinder, ne? Wie läuft's da so? Wie ist dein Match-Game? Ja, möchte ich auch wissen. Ja, guck mal, wollen wir alle wissen. Ja. Ich glaube, ich nutze Tinder so, wie die meisten Tinder nutzen. Was steht denn in deinem Profiltext drin? Keine One-Night-Stands? Nee, dazu steht da überhaupt gar nichts drin, sondern da steht, glaube ich, einfach irgendwie, ich glaube, steht Politics, Sports, Bitters drin. So steht als, es oder in Form von Emojis? Sowohl als auch. Also stehst du auf One-Night-Stands? Hm? Du stehst auf One-Night-Stands? Nein, aber ich finde, also generell finde ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig, auf Dating-Plattformen sowas mit reinzuschreiben. Es gibt ja bestimmte Plattformen, die sind ja quasi von ihrem Image her, ist ja irgendwie klar, worum es geht. Also wenn's irgendwie, wenn man über Grindr oder so redet, ist relativ klar, dass das jetzt irgendwie nicht auf Leserabende irgendwie ausgerichtet ist. Du redest dich gerade ein bisschen auf raus, Bücherei, Kevin. Ja. Ich habe kein Grindr-Account. Also One-Night-Stands ja oder nein? Hm? Ist ja im Moment sowieso Kontaktbeschränkung. Ne? Ach komm, ist halt du schwierig. Redest dich schon wieder es raus. Es geht ja nur um entspannte Spaziergänge unter freiem Himmel sozusagen. Das ist eine sehr diplomatische, typische Antwort. Berufspolitiker, Vollprofi. Oder? Das, ja. Selbst bei der One-Night-Stand-Frage. Was ist mit dir? Tinderst du? Ich habe tatsächlich vor 2,5 Jahren meine Kooperation sogar mit Tinder gehabt. Und ich bin ja die selbsternannte Königin der Beziehungsstatistiken und Datingstatistiken, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und
Tinder oder Online-Dating-Plattformen ist halt eben ein Faszinovum für sich. Und ich kann euch da so viel drüber erzählen. Deswegen habe ich gerade auch gefragt, was an seinem Profiltext stehen hat. Einfach nur, weil ich wissen wollte, ob das Klischee erfüllt ist. Aber ich habe schon so oft in meinem Leben getindert. Das ist immer so saisonal. Ich habe sogar schon mal, ich war schon mal Tinder-Plus-Mitglied für 7 € im Monat, damit mich auch bloß nur die sehen, die ich gematcht habe. Ja, weil ich dann wieder meinen Fame-Moment hatte. Aber natürlich, also wie erbärmlich und wie demütigend Tinder ist, weiß ich aus eigener Hand, sicher. Ja, hast du einen ersten Satz, den du immer benutzt? Kein Standard. Hallo, ich bin's, der Kevin. Also das wäre ja easy, es wäre doch zu einfach, oder? Also es wäre ziemlich simpel. Hast du einen? Nee, tatsächlich, also ich habe auch schon mal Tinder verwendet. Allerdings muss ich sagen, warte ich eher darauf, bis ich angeschrieben werde. Ich glaube, das ist der Standard, ne? Also viele gehen ja mittlerweile dazu über, in die Profile reinzuschreiben, irgendwie wer das Match erzeugt sozusagen, muss schreiben. Aber wenn es jeder tun würde, dann entstehen gar keine Nachrichten. Es gibt ja einige Vorurteile und auch Klischees gegenüber PolitikerInnen. Und, alle unberechtigt. Ja, ich bin gespannt. Du musst jetzt einfach nur sagen, stimmt oder stimmt nicht. Okay. PolitikerInnen sind machtgeil. Jein. Es heißt ja. Naja, ich stimmt oder stimmt nicht. Ich störe mich mehr an dem Wort geil als an Macht, weil wenn du politisch was verändern willst, brauchst du demokratisch legitimierte Macht dafür. Alles andere ist schön geistiges Zeug irgendwie am Ende. Ob man da deswegen geil drauf sein muss, manche sind das sicherlich, aber ich glaube, manche haben auch ziemlich Respekt vor Macht. Geld regiert die Welt. Das ist im Kapitalismus so, ja. Nach ganz oben kommt man nur als Arschloch. Nein, das ist definitiv falsch. Politik wird vorrangig von alten weißen Männern gemacht. Das ist noch der Fall, muss man leider sagen, ja. Politik macht einsam. Politik frisst Zeit, würde ich sagen. Das kann einsam machen, muss es aber nicht. Klar, so dieses Ding irgendwie montags bis freitags 9-to-5 arbeiten und das Wochenende ist dann schön frei oder so. Nee, so läuft das bei uns nicht. Kannst du mit Leuten, also was ich mich gerade frage, ist so, kannst du mit Leuten in deiner Freizeit abhängen, die überhaupt keinen Plan von Politik haben? Ja, kann ich schon. Das sind jetzt wenige im direkten Freundeskreis. Also zumindest interessieren die sich alle sehr stark. Aber klassische Situation, irgendwie gemeinsam auf einer Party, Freund eines Freundes oder so. Und dann sind da ganz viele andere Leute. Dann klappt das auch super mit Leuten, die sagen, du, ich habe da null Ahnung von. Es gibt genügend andere Gesprächsthemen. Fußball geht immer. Was mich interessiert, könntest du mit Leuten befreundet sein, deren politische Meinung sich elementar von deiner unterscheidet? Was ist elementar? Ja, die Dinge, die ganz andere. Könntest du mit dem Rechten befreundet sein? Nee, also mit einem Rechtsrechten nicht. Ich glaube, es ist wirklich das extrem. Ich meinte jetzt auch vielleicht konservative, neoliberale. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, je weiter es politisch weggeht, desto krasser müssen die charakterlichen Vorzüge sein, um das ausgleichen zu können. Wenn es ein sehr feiner Charakter ist, kann man, glaube ich, mit ein bisschen Stichelei und so über einige Unterschiede hinweggehen. Aber irgendwo geht es ja auch einfach, es geht ja in Menschenbilder am Ende hinein. Wenn es so ein richtig hart Neoliberaler ist, der irgendwie findet, so staatliche Unterstützung für Arbeitslose soll es nicht geben oder die Leute am anderen Ende der Welt, die irgendwie von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, die sollen halt irgendeine geile Innovation machen und sich aus ihrem Dreck selber draus befreien oder so. Das ist einfach so ein zynisches, abartiges Weltbild, da kann ich dann auch irgendwie mit gutem Humor nicht mehr drüber hinweggehen am Ende. Ein Trump ist in Deutschland genauso möglich? Noch nicht, aber wir haben hier keinen anderen Gencode, der dafür sorgen würde, dass wir nicht anfällig wären dafür. Das ist schon so. Aber ich glaube, man kann auch Gründe benennen, warum wir noch relativ weit davon entfernt sind. Und das merkt man jetzt auch in dieser Corona-Zeit im Moment. Ja, man kann kritisch über alle möglichen Maßnahmen diskutieren, aber man kann schon mal festhalten, während in den USA im Frühjahr innerhalb weniger Wochen 40 Millionen Menschen arbeitslos und viele von denen auch versicherungslos geworden sind, gibt es hier irgendwie Kurzarbeit und Kosten der Wohnung werden übernommen und so weiter. Nicht überall und immer ausreichend, aber ein funktionierender Sozialstaat ist schon mal eine Autoimmunreaktion in einer Demokratie gegen so Leute wie Trump, ja. Das waren ja jetzt alles Klischees, Vorurteile. Gibt es eins, was dich am meisten stört?
Ja, am meisten stört mich wirklich das mit dem irgendwie Eierschaukeln, Faulenzen, nichts richtig zu tun, weil es ist einfach hart. Ja? Und die meisten von uns machen das extrem gerne. Und man wird auch, wir sind auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft, auch ein paar finden, die das tatsächlich irgendwie mit sehr wenig Einsatz machen. Aber für die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, ist das wenigstens 6,5 Tage die Woche und so, dass es wirklich auch hart ins Privatleben irgendwie reingeht. Es ist sehr entgrenzt, sehr viel Reisen, sehr wenig zu Hause und machen das alles freiwillig. Aber sich dann vorwerfen lassen zu müssen, dass das ja eigentlich gar keine richtige Arbeit sei, ja, da gehört schon viel Ruspe dazu. Können wir auf jeden Fall nachvollziehen, würde ich sagen. Also ich glaube, so als Influencer oder YouTuber vor allem ist es auch genau das Gleiche. So immer, das ist so dieses Standardkommentar, was immer kommt, ey, warum regt ihr euch denn auf? Das ist doch gar nicht so viel Arbeit. Das Video nehmt ihr doch auf und dann ist das fertig so. Genau. Aber alles, was rumherum passiert oder im Hintergrund, das versteht halt kaum jemand. Wenn du wirklich Community-Management zum Beispiel machen willst und echt eingehen willst auf die Leute, die kommentieren und dann auch versuchst, den Content fürs nächste Video draus zu ziehen, was das an Arbeit dahinter ist. Ja. Genau. Man gibt natürlich auch einen extrem großen Teil seiner Privatsphäre auf. Ne? Absolut. Was, glaube ich, die Leute auch nicht so durchdenken. Es ist halt immer schwer zu vergleichen, aber was so eine Tätigkeit schon anstrengend macht, und das kenne ich als Künstler ja irgendwie auch nicht ganz so extrem, aber dass man immer wieder auch irgendwie sein Gesicht einer breiten Öffentlichkeit, so jetzt darf mir gerade in Zeiten des Internets jeder einmal sagen, was er von mir hält irgendwie. Und was das auch irgendwie an Belastung zum Teil mit sich bringt, ist ja auch schon extrem anstrengend. Und dass Leute sich tatsächlich das Recht rausnehmen und dir ihre ungefragte Meinung vor die Füße rotten, das versteht da gar keiner. Oder dass manch einer nicht normal einkaufen gehen kann, wie er möchte, ohne 50 Fotos zu machen. Da sagt der Deutsche direkt, naja, du hast es dir ja eben auch so ausgesucht. Die wussten das nicht so. Ich glaube, in Amerika ist es nicht so. In Amerika musst du auch nicht direkt so darauf achten, was du sagst, sondern du bist ein bisschen freier in deiner Meinung. Nicht, dass die nicht kritisiert wird, aber ich glaube einfach, dass es Orte gibt oder dass es Länder gibt, da kann man die 11 noch mal gerade sein lassen. Mhm. Oder zumindest so, da stellt man nicht in Frage, was du machst in Relation mit dem, was du verdienst. Da nimmt man das einfach so hin und dann ist es gut. In Deutschland ist die freischaffende Kunst, das Künstlerdasein sowieso etwas, was einfach nicht so vollwertig respektiert wird, wie es in anderen Ländern ist. Ja. Und der Deutsche, der mag es einfach nicht. Der Deutsche ist ja auch ein neidisches Volk, mal ganz überspitzt gesagt. Wenn er merkt, dass es dir zu gut geht und dass du dafür nicht am Bluten bist finanziell, dann zeigt er mit dem Finger auf dich und sagt, das hat er sich gar nicht verdient. Siehst du das auch so? Ich finde ehrlich gesagt, also, dass das natürlich immer schwer pauschalisierbar ist. Also es hat was strukturell Rassistisches, wenn man es jetzt als Deutscher oder Deutsche über, also wenn ich das jetzt über Deutsche sage, dann ist es anders. Aber wenn ich jetzt so sprechen würde, also jetzt genauso die Terminologie benutzen würde und über Griechenland oder so sprechen würde, dann wäre ich halt so ein bisschen bei Bildterminologie, der Grieche ist per se so und so. Na, aber pauschalisieren kann man das halt nie. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wie war der Name nochmal? Jetzt komme ich nicht. Nicolette. Dass Nicolette das so meint, das glaube ich nicht. Nee. Das meinte ich auch nicht so. Kevin, du hast ja gerade den Juso-Vorsitz abgegeben. Na, noch nicht ganz. Ja, aber du hast es schon öffentlich gemacht. Es war letzte Woche. Und es war ziemlich emotional. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Scheiße. Sorry. Ich habe bei den Jusos das gelernt, was manche andere später von der Universität berichten. Dass einem neue Horizonte erschlossen werden. Dass man gezwungen wird, sich mit Lebensrealitäten auseinanderzusetzen, die nicht die eigenen sind. Ich bin diesem Verband sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen. Und möchte mich, und ich habe lange überlegt, ob ich das sage, gerne bei meinen Eltern bedanken, dafür, dass sie mich haben machen lassen und dafür, dass sie nicht so oft nach dem Studium gefragt haben. Du hast gerade gesagt, es war sehr unangenehm. Wie war der Moment für dich? Der Moment selbst war überhaupt nicht unangenehm. Ich weiß, dass ich nah am Wasser gebaut bin und deswegen war das Taschentuch ja auch vorbereitet, weil es mir total klar war, dass das
passieren wird in diesem Moment. Also in der Politik, du redest so viel den ganzen Tag und willst immer so viel zum Ausdruck bringen und alles, man bedankt sich die ganze Zeit und vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie mir hier und diese Führung und so viel Wertschätzung so. Und das ist dann manchmal ganz schwierig deutlich zu machen, wenn man wirklich, wirklich tief berührt ist. Und dafür hält der Mensch solche Emotionen bereit, um das deutlich zu machen, weil das kann halt nicht lügen. Und das ist einfach tiefe, tiefe Dankbarkeit für ganz viele Menschen gewesen, die mich 15, 16 Jahre jetzt begleitet haben und ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Also findest du, es ist auch okay, als Politiker so viel Emotionen zu zeigen? Ja, wenn das nicht zu so einem Stilmittel wird, um dann andauernd jede politische Forderung in Tränen zu ersticken, um noch mal besonders zu unterstreichen, wie wichtig es ist, dann wird es zur Pose. Aber jetzt ist so ein bisschen doof, weil ich mir jetzt selber B-Noten geben muss, aber ich finde, in so einem Moment, da habe ich jetzt, ich habe jetzt keine Forderung da aufgestellt und gesagt, wie wichtig es ist, dass 12 Euro Mindestlohn endlich in Deutschland kommen, sondern es ist ja einfach ein Moment des Dankesagens gewesen und das muss dann auch mal so sein, ja. Kevin, ich musste, als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, direkt an Justin Trudeau denken, den kanadischen Premier, den ich auch mal sehr gerne auf Tinder treffen wollen würde. Und dann aber auch natürlich mit einem Match. Aber er ist glücklich verheiratet. Ja, leider, aber das kann man ja vielleicht ändern. Und ich frage mich dann schon immer, also ich vermisse es manchmal bei PolitikerInnen, gerade bei männlichen Politikern, dass sie dadurch natürlich auch eine Form von, hey, ich bin kein Roboter zeigen. Und natürlich haben auch Männer diese Gefühle. Und ich finde das dann einen ganz starken Moment, besonders als Politiker, das dann auch zu zeigen. Ich würde mir da viel, viel mehr wünschen, gerade in Deutschland, wo alle noch mal so stärker runtergebügelt sind. Und Justin Trudeau zum Beispiel, sexy Boy, der zeigt das halt einfach, dass es ihn da gerade bewegt hat. Ja, ich würde mir das auch wünschen. Also es ist natürlich eine Typfrage. Ne? Für manche ist das wiederum auch ein Prinzip, sich möglichst auch abzuschotten, was die Emotionen angeht. Ich glaube, auch dieser manchmal etwas uniformiert wirkende Kleidungsstil mit diesen grauen Anzügen von der Stange und diesen einfarbigen Krawatten ist ja bei manchen auch ein Versuch, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, nicht so viel Ablenkung zu bieten, sondern bei der Sache bleiben zu können. Verstehe ich genauso. Aber manche könnten das eigentlich sehr gut. Kevin, wann siehst du dich denn als der Bundeskanzler? Nee, das ist wirklich... Ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, wenn man Politik macht, dass man dann unbedingt Bundeskanzler werden möchte. Also es ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit irgendwie einem jungen Fußballspieler, der sagt, der größte Traum ist, irgendwie bei der Weltmeisterschaft mal mitspielen zu dürfen. Weil so Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder auch Vergleichbares, es geht auf ein Level von Politik, wo wir nicht mehr über die 6,5-Tage-Woche reden, von der ich vorhin gesprochen habe, sondern wo wirklich das alles weg. Da bleibt nichts mehr übrig. Und du kriegst dein normales, altes Leben ja auch nicht mehr an der Garderobe wieder zurückgegeben, wenn du ein paar Jahre dieses Amt durchgemacht hast. Also das ist mir too much. Also, könntest du dir das denn irgendwann vorstellen, dass es dir das wert ist, das alles abzugeben? Es reizt mich überhaupt gar nicht. Das sehe ich mich einfach nicht. Nee. Deep und deutlich geht es auch hier mit unserem nächsten Talk weiter. Und hier seht ihr weiteres von unseren KollegInnen von Funk. Und die ganze Folge Deep und deutlich findet ihr übrigens in der ARD-Mediathek.